Mit den Finale der Doppel- und Einzelbewerbe der Jugendtischtennis-Europameisterschaften ging das Turnier im Schwechater Multiversum zu Ende. Dank der perfekten Organisation konnten die Veranstalter von einer gelungenen Generalprobe für die Europameisterschaften 2013 in der allgemeinen Klasse sprechen. Aus organisatorischer Sicht, wie sieht deine erste Bilanz aus? Wir sind mit der Organisation zufrieden. Es hat keine wirklichen Problemstellen gegeben. Alle oftmals kritischen Punkte wurden von unseren Mitarbeitern sehr, sehr gut bewältigt. Das Multiversum Schwechat an sich ist ein ganz, ganz toller Austragungsort mit der Werner Schlagerakademie und mit der großen Eventhalle. Wir sind rundum zufrieden und haben auch von den Teilnehmern sehr, sehr positive Kritiken erhalten. Mit den Zuschauerzahlen ist man auch zufrieden? Ja, wir sind durchaus zufrieden. Wir haben mit den Zuschauerzahlen den angestrebten Stand bei Weitem überschritten. Es ist so, dass diese Veranstaltung als Nachwuchsveranstaltung natürlich keine wirkliche Zuschauerveranstaltung ist. Dennoch haben sich eine erklägliche Zahl, etliche tausend Leute, hier eingefunden. Tolle Jugendeuropameisterschaften, nicht nur von der sportlichen Leistung her, was da die Jugend Europas geboten hat, war schon spektakulär, aber vor allem auch, dass es organisatorisch so gut gelaufen ist, also dank der des Zusammenwirkens von auch mit der Gemeinde, mit dem Land und auch mit dem Bund und so weiter. Also haben wir sehr gute Bedingungen schaffen können, auch mit der Werner Schlagerakademie, mit den vielen freiwilligen Helfern. Und wir haben von der Europäischen Tischtennisunion und von allen offiziellen Stellen nur Lob bekommen. Also es war wirklich eine sehr, sehr zufriedenstellende Bilanz, kann gezogen werden, was das Organisatorische und das Rundherum betrifft. Im Grunde wird man immer am Feedback gemessen, das man bekommt, und so gesehen, ohne uns mit Ruhm zu viel bekleckern zu wollen, glaube ich, bekommen wir die Note 1. Es hat natürlich die eine oder andere kleine Panne gegeben. Das ist im Zuge einer Veranstaltung, die 10 Tage dauert und in Summe 1200 akkreditierte Personen hier versammelt hat, nicht auszuschließen. Aber ich glaube, dass die wichtigsten Dinge, die Basics, sehr gut funktioniert haben, dass es eine gelungene Veranstaltung war und vor allem auch ein sehr wichtiger und bedeutender Testlauf für die nächstjährige Europameisterschaft der allgemeinen Klasse. Wie kann man die Beteiligung der WSA hier messen? Wir haben mit unserem gesamten Staff natürlich gemeinsam mit dem österreichischen Tischtennisverband und dem Multiversum hier diese Veranstaltung abgewickelt und zu tragen gehabt. Wir haben unsere Halle zur Verfügung gestellt, unsere gesamten Nebenräume, alle unsere Büros wurden zum Teil in Beschlag genommen. Unser Staff hat ja wirklich, ich muss mich auch auf diesem Wege sehr herzlich bedanken, großartige Arbeit geleistet. Es war kein Einziger, der irgendwie auf die Uhr geschaut hat oder mich an irgendwelche Dienstzeiten und Verträge erinnert hat. Das ist einfach ein gewisser Spirit und ein gewisses Feuer, das in unserer Mannschaft und in der Werner Schlagerakademie mit drinnen ist. Und es haben alle mit sehr viel Spaß intensiv mitgearbeitet. Es hat alles gepasst. Es ist eine Veranstaltungshalle der kurzen Wege. Es ist möglich, dass sehr viel auch von der Administration gekürzt werden kann. Und das sind so wesentliche Faktoren, die auch die ausländischen Gäste und die Mitglieder des Vorstandes und des Präsidiums Europas in diesem Bereich auch dazu veranlassen, zu sagen, wir können großes Lob aussprechen. Und für die Leistungen, die gezeigt wurden, nämlich von den Athletinnen und Athleten, das spricht auch dafür, dass Europa eigentlich, was den Tischtennissport betrifft, bestens aufgestellt ist. Bei den Burschen sind es vor allem die Franzosen, die in Europa einen ähnlichen Status einnehmen wie weltweit die Chinesen. Und bei den Mädchen schaut es ein bisschen anders aus. Da gibt es einige sehr, sehr gute Spielerinnen aus Deutschland, aus Rumänien, Bernadette Zötsch aus Rumänien, die Nummer 1, eine ganz, ganz hervorragende Spielerin, die auch als zukünftige Herausforderin der Chinesen angesehen wird.